Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast oder herzlich willkommen, wenn du neu bist. Ja, obligatorische Grüße. Hallo meine Lieben, ich grüße euch alle. Alle Zuschauer, alle, die neu dabei sind, alle alten Hasen. Natürlich auch den lieben Stefan, Stefans Dufteplaudereien und den lieben Albin, der Duftprofiler. Kanäle, wie immer, verlinkt in der Videobeschreibung. Ja, die Serie wird fortgesetzt. Heute geht es um den Porto Neroli von Maison Alhambra. Vorab, ich kann euch nicht sagen, ob es da auch schon eine 30 ml gibt oder nicht. Keine Ahnung. Bei dem Woody-Ut-Video habe ich euch ja schon mal ein paar Sachen gesagt, die ich so gesehen hatte bei La Taffa. Aber heute geht es um Porto Neroli und keine Ahnung, ob es da von La Taffa schon einen kleinen gibt. Ja, klar, man sieht, worauf es aufgebaut ist, ne? Die TFs, Tom Fords. Wir sprühen mal. Auch hier der Vapo richtig, richtig gut. Ja. Dieser Duft. Ja. Es riecht schon richtig gut, ne? Also ich mag das irgendwie, diesen Neroli-Duft. Generell so ein paar finde ich gut. Also ich mag dieses Neroli, dieses zitrische Zitrone. Ja, es hat halt nun mal auch 4711 Vibes. Also das sagte ja, glaube ich, auch Mickey, dass man das nicht unbedingt braucht. Hol dir 4711. Es kommt aufs Gleiche fast raus. Hier muss ich nur ein bisschen, ne? Der Deckel ist nicht ganz so fest drauf. Also ansonsten, ja. Ich glaube, es ist vom Neroli Portofino, ne? Ja, müsste es sein, von Tom Ford. Ja, schöner Duft, im gleichen Stil. Auch sehr gut verarbeitet. Das sagte, glaube ich, auch ja der Fragrance Dog, dass er sich den nicht nachkaufen wird, denn er hat ja hiermit dann eine gute, eine bessere Alternative. Ich sag nichts dazu. Neroli Portofino habe ich so auch noch nicht gerochen von Tom Ford. Ist mir auch Lachs, denn es geht hier um den. Ich habe den vorhin schon mal ein bisschen gesprüht. Wir werden uns jetzt mal eben anschauen, was er haben soll. Kopfnote haben wir. Neroli, Mandarine, Zitrone. Jasmin und Orangen. Bitterorange, Entschuldigung. Herznote, Meersalz, Orangenblüte, Lavendel. Und Basisnote haben wir Kräuternoten, Amber und Wermut. An Wermut muss ich immer irgendwie an Martini oder so denken. Ich weiß auch nicht warum. Ja, und du sprühst ihn und du hast einfach dieses Zitrische am Anfang, dieses Neroli, Zitrone. Für mich kommt die Mandarine gar nicht so durch. Ja, und wenn er sich so ein bisschen gelegt hat, ja, dann merkst du halt auch so ein bisschen, ja, dass es ein bisschen kräftiger wird. Aber auch nicht so doll kräftig. Also es bleibt eher so bei dem starken Neroli. Ja. Ist schon schöner Duft, keine Frage. Und auch hier werde ich euch sagen, bezahlt keine Mondpreise. Manchmal habt ihr Glück und ihr kriegt noch preiswerte Flakons. Manchmal nicht so. Es ist schön gemacht. Ich habe sie mir extra alle geholt, weil ich das von so fürs Regal echt cool finde. Natürlich weiß ich, dass es nur Nachmachen sind, Alternativen sind. Es sind keine Tom Ford Düfte. Und hierum geht es auch nicht auf dem Kanal um die ganzen teuren Designer und Nischen. Ganz vereinzelt hatte ich auch schon mal Designer Düfte oder ja, so, ne? Also ja, hier geht es um die guten Alternativen. Und das ist eine.
schöner Duft. Echt schöner Duft. Und für den Sommer, wenn du ihn haben willst, klar, ist es super gut. Aber wie gesagt, es gibt noch viele, viele andere alternative Neroli-Düfte für den Sommer. Die Jean et Provence, da gibt es ja auch einen Neroli-Duft. Also es gibt genug alternativen Neroli-Düfte. Oder 4711 geht auch fit. Also du musst dir nicht unbedingt den hier holen. Ich wollte ihn dir halt nur vorstellen. Dieses Neroli, zitrisch, Sommer-Vibes. Also wenn es warm ist, kannst du ihn raufschwimmen und du hast dieses Gefühl, er kühlt dich ab. Meine Freundin mag nicht so diesen Geruch, dieses Neroli ist nicht ganz so ihres. Von daher, ja, ist er noch so gut wie voll, kaum benutzt. Ist halt so, ne? Kannst nichts machen. Jedenfalls, ja, kleine knappe Vorstellung zu diesem Neroli. Porto Neroli von Maison Alhambra. Frage ich dich, kennst du diesen Duft? Schreib es auch in die Kommentare oder sagst du, Neroli ist gar nicht deins oder welche Alternative magst du vielleicht? Würde mich sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis dahin, bleib dufte. Ciao, ciao.